Ja, wenn wir uns das Design des Lebenslaufs einmal anschauen, gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene Varianten, wie es auch verschiedene Lebensläufe gibt. Ordnung in das Thema Lebenslaufdesign und Umfang bringt heute unser Karrierecoach Dr. Bernd Slaghuis. Danke, dass du heute dabei bist. Hallo Alex. Freut mich sehr. Der Lebenslauf, Bernd. Vielleicht fangen wir erst noch mal an. Was soll der eigentlich genau bringen? Wofür ist der noch mal gut? Also der Lebenslauf ist wichtig, dass ein potenzieller Arbeitgeber einfach deinen Lauf des Lebens von heute bis zur Schulzeit sehr schnell begreifen kann, sich sehr schnell ein gutes Bild machen kann und weiß, was du in den letzten Jahren gemacht hast, wo du gearbeitet hast, welchen Ausbildungsweg du genommen hast. Genau, also der Lebenslauf ist deine Vergangenheit. Wenn wir später über das Anschreiben reden, wird das mehr die Zukunft sein. Schauen wir aber nochmal in die Vergangenheit. Einen schnellen Einblick gewinnen, das geht wahrscheinlich nicht, wenn das Ding zu lang ist nachher. Die Länge vom Lebenslauf, gibt es da eigentlich so eine Faustformel oder sagt man per se, na, zwei Seiten und dann ist quasi gut? Also die Zwei-Seiten-Regel höre ich oft im Coaching. Ich habe eine neue Faustformel entwickelt aus meinen Erfahrungen heraus der letzten Jahre. Erste Ziffer deines Alters, gleich Anzahl Seiten im Lebenslauf. Das heißt, wie alt bist du? 34, ganz 34, das heißt, bei dir wären es drei Seiten. Ne, ist jetzt kein Muss, aber ich sehe einfach jemand, der mit Mitte 30 mir gegenüber sitzt, da sind es am Ende dann auch, ein guter Lebenslauf hat dann drei Seiten. Wenn mir jemand mit Mitte 50 gegenüber sitzt, dann können es auch mal vier oder fünf Seiten werden. Das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, auch mit dem Werdegang. Wenn jemand viel gewechselt hat, dann wird es vielleicht ein bisschen länger. Wenn jemand 20 Jahre in einer Position bei einem Arbeitgeber war, dann muss ich jetzt damit auch nicht drei Seiten füllen. Dann muss man sich jetzt auch keine Gedanken machen, die jetzt zuhören, oh Gott, ich müsste eigentlich fünf Seiten haben. Es ist eine Faustformel, genau. Aber kein absolutes Muss wahrscheinlich. Ne? Eingangs hatte ich schon gesagt, das Design des Lebenslaufs. Wahnsinnig viele Varianten, bunt mit Muster, ganz reduziert, nur Text. Kannst du uns da sagen, was ist deiner Erfahrung nach vielleicht die erfolgsversprechendste Variante, wenn es sowas überhaupt gibt? Also erfolgsversprechend finde ich immer möglichst schlicht, klassisch, tabellarisch aufgebaut, ohne viel Schnörkel und Schnickschnack. Also wer will, kann vielleicht auch so ein bisschen Farbe aus dem Bild aufnehmen. Aber das muss jetzt nicht irgendwie vom Grafiker für 2000 Euro durchdesignt sein. Das ist Quatsch. Das sollte durchdesignt sein in dem Moment, wo du dich vielleicht jetzt in der Hochglanz-Werbeagentur bewirbst, ne, wo dein Lebenslauf als vielleicht Grafiker einfach auch eine Arbeitsprobe ist. Aber für alle anderen reicht wirklich weißes Blatt Papier mit einem schönen Foto, klar, übersichtlich gegliedert. Das heißt, du hast jetzt auch gerade schon angesprochen, das Foto ist ja auch durchaus ein kontroverses Thema. Wolltest du sagen, Foto machen wir noch rein oder kann das auch wieder beim Arbeitgeber das Gefühl vermitteln, naja, das ist auch wieder eine Wertung irgendwie, das steht ja auch schon mal im Raum. Wie stehst du zum Foto beim Lebenslauf? Also mein Motto im Bewerbungscoaching ist ja, Bewerber zeigt Kante und deswegen geht es um ganz viel Klarheit. Und zu dieser Klarheit gehört für mich, zumindest klassisch im deutschsprachigen Raum, auf dem deutschen Lebenslauf, einfach auch das Foto mit drauf, dass sich ein neuer Arbeitgeber einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein gutes Bild machen kann. Das geht einfach immer noch am besten mit dem Foto. Das Foto, ist das denn dann einfach auf der ersten Seite im Lebenslauf? Oder würdest du sagen, ach, macht mal noch das klassische Deckblatt damit drauf? Das ist ja so meine Reihenweise, Deckblattfoto. Ist das noch zeitgemäß eigentlich oder braucht man das gar nicht mehr? Das Deckblatt finde ich so ein bisschen Relikt aus der alten Papierbewerbung. Ich würde es weglassen und das Foto wirklich rechts oben sofort, wo es losgeht, links stehen die persönlichen Daten und dann geht das sofort mit dem beruflichen Werdegang los. Ich finde es wichtig, dass ein Leser nicht mehr erst irgendwie ein großes Kurzprofil lesen muss oder irgendwie, das klingt oft auch ein bisschen sehr selbstverherrlichend. Ich bin irgendwie die Führungsposition mit 20 Jahren Branchenerfahrung da und da. Ich finde es wichtig, dass jemand möglichst schnell mit dem beruflichen Werdegang anfängt und sich dann einfach durch den Lauf deines Lebens durcharbeiten kann, um am Ende eine gute Entscheidung zu treffen, ob du auf diese Position passt oder nicht. Also klare Kante, sowohl beim Foto als auch beim Inhalt, angepasst die Länge an die Erfahrung und gerne ohne Deckblatt. Super, genau. Vielen Dank dafür, Bernd. Gerne.